Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute schauen wir uns die gruseligsten, nein, eher die geheimsten Orte auf der Welt an. Unter anderem im Eiffelturm soll es gleich einen geheimen Ort geben. Bin sehr gespannt. Auf dem Kanal von Weise Eule schauen wir uns das an. Lasst einen Daumen nach oben da und wir starten mit dem Video. Neues Video. Es gibt eine Reihe von Orten auf der Erde, die geheim sind oder deren Besuch verboten ist. Heute werde ich euch 10 dieser geheimen Orte vorstellen. Von einer geheimen Insel mitten im Indischen Ozean bis hin zum geheimen Raum auf der Spitze des Eiffelturms. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Die Metro 2 ist angeblich ein geheimes unterirdisches U-Bahn-System in Moskau, Russland. Dieses Ding gibt mir The Last of Us Vibes. Ey, das ist doch wie in der vorletzten Welt. Hier in der Busbahnhofstation, der Busdepot. Es soll während der Zeit von Josef Stalin gebaut worden sein. Es heißt, dass dieses Netz von U-Bahn-Linien dazu gedacht war, wichtige Persönlichkeiten im Falle eines Krieges oder einer Bedrohung schnell, ungesehen und sicher zu evakuieren. Berichten zufolge verfügt es über 4 U-Bahn-Linien, die an einigen Stellen 50 bis 200 Meter tief unter der Erde verlaufen. Sie soll mit dem Kreml, dem russischen Geheimdienst, dem internationalen Flughafen Vnukovo und einer unterirdischen Stadt namens Ramenki verbunden sein. Die Existenz dieses U-Bahn-Systems wurde jedoch nie bestätigt und wahrscheinlich wird es auch nie jemand finden. Im Jahr 1992 behauptete ein anonymer Mann, beim Bau dieser unterirdischen Anlage geholfen zu haben, und 1994 behauptete ein Urban Explorer, einen Eingang gefunden zu haben. Ob er nun existiert oder nicht, er wird wahrscheinlich erst benutzt, wenn er tatsächlich gebraucht wird. Nummer 9. Okay, krasser Ort. Mount Rushmore ist ein amerikanisches Denkmal in den Black Hills in South Dakota in den Vereinigten Staaten. Das soll eine Secret Location sein? Jeder kennt den Ort. Jeder kennt diese Gesichter der 4 Präsidenten. Also nicht aller 4. Ne, also 18 Meter hohe, aus Granit gehauene Köpfe amerikanischer Präsidenten zu sehen. Die Köpfe auf dem Mount Rushmore stammen von George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln. Sie wurden von Bildhauer Gudson Borglum entworfen. Ursprünglich sollten die Präsidenten auch Körper haben und Gudson hatte noch viele andere Pläne, darunter einen geheimen Raum hinter dem Kopf von Abraham Lincoln. Leider lebte er nicht mehr lange genug, um dies zu verwirklichen. Der geheime Raum wurde 1998 wiederbelebt, als die Regierung beschloss, eine Hall of Records mit versiegelten Titangewölben einzurichten. Diese enthalten wichtige Dokumente wie die Bill of Rights der Vereinigten Staaten und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, die für zukünftige Zivilisationen aufbewahrt werden. Nummer 8. Ey, ich habe nichts von diesem Raum gehört, aber der Raum steht ja direkt daneben. Krass. Rove ist ein großes, sehr gut gesichertes Geheimlager in Monte Rio, Kalifornien in den Vereinigten Staaten. Jedes Jahr findet dort ein mehr als 2-wöchiges Treffen mit einigen der mächtigsten Männer der Welt statt. Darunter sind berühmte Künstler, Regierungsbeamte, ehemalige US-Präsidenten und andere mächtige Menschen. Wenn man Mitglied dieser exklusiven Gruppe werden will, muss man sich auf eine 30 Jahre lange Warteliste setzen lassen, die behauptet, Zeuge bizarrer Rituale direkt unter einem 12 Meter hohen Eulenstatue geworden zu sein. Hinzu kommt, dass es sich um eine extrem teure Mitgliedschaft mit jährlichen Gebühren handelt. Außerdem muss man Verbindungen zu elitären Personen haben und auch zugelassen sein. Worum es bei den Treffen geht, ist nicht klar, aber dieser Ort ist das ganze Jahr über gut bewacht, obwohl einige Journalisten einen Weg gefunden hatten, sich hineinzuschleichen und Fotos zu machen. Da will ich nicht in den Club. Die wollen ja nur Geld machen. Nummer 7. Diego Garcia ist eine Insel des britischen Hoheitsgebiets im Indischen Ozean, die von der Öffentlichkeit nicht betreten werden darf. Hier befindet sich ein amerikanischer Stützpunkt, der während des Kalten Krieges genutzt wurde, um die Sowjetunion im Auge zu behalten. Tatsächlich erhielten die Vereinigten Staaten 1966 die Nutzungsrechte für die Insel, indem sie Großbritannien 14 Millionen Dollar Schulden erließen. Die Menschen, die auf dieser Insel lebten, waren gezwungen, auf nahegelegene Inseln wie Mauritius und die Seychellen auszuweichen. Niemand weiß, was genau hier geschieht, aber laut der britischen Zeitung The Guardian sollen geheime und illegale Verhöre stattfinden. Es kursieren auch Gerüchte, dass es hier ein Militärgefängnis geben könnte und dass dies ein Ort ist, an dem das vermisste Flugzeug MH370 gelandet ist. Es ist bekannt, dass die US-Luftwaffe von der Insel aus Militärflüge nach Afghanistan und in den Irak geschickt hat. Okay, ist halt am nächsten, ne? Ja, hat man sich die Insel halt geholt, damit man näher an Europa und an Asien ist, ne? Nummer 6. Das Woomera-Testgelände ist das größte Waffentestgelände der Welt und befindet sich im östlichen Teil der Great Victoria Desert in Südaustralien.
Dieses Gebiet hat eine Fläche von 1525 Quadratkilometern und ist damit fast so groß wie Griechenland. Das Testgebiet wird von Australien und seinen Verbündeten für Waffentests und andere kriegsrelevante Dinge genutzt. Daher ist es ein gefährlicher Ort, dessen Besuch streng verboten ist. Nicht nur das Wüstengebiet ist verboten, sondern auch der Luftraum darüber ist eingeschränkt. Außerdem soll das Woomera-Testgelände reich an Ressourcen wie Uran, Gold und Kupfer sein, deren Wert auf 45 Milliarden Dollar geschätzt wird. Was genau dort passiert, ist unklar und einige Leute fragen sich, ob sie so viel Platz für militärische Testübungen brauchen. Nummer. Ja, es ist echt ein Riesenort. So groß wie Griechenland. Aber da gibt's ja nichts. Also, bis auf Edelmetalle, bis auf hier, ne, Bodenschätze. Aber 45 Milliarden ist auch für Bodenschätze. Ja, ist okay, aber man kann auch an Steuergeldern ganz gut verdienen. Nummer 5. Der Eiffelturm in Paris, Frankreich, ist eines der berühmtesten und meistbesuchten Denkmäler der Welt. Wenn ihr jemals hier im Urlaub wart, habt ihr wahrscheinlich ein Foto davon gemacht. Das ist kein Wunder, denn der Eiffelturm wird jedes Jahr von etwa 7 Millionen Menschen besucht. Als Gustav Eiffel 1898 sein großartiges Bauwerk der Weltöffentlichkeit vorstellte, erntete er viel Kritik für sein Werk. Die Leute hielten ihn für zu groß und hässlich und alle hassten ihn. Gustav beschloss jedoch, einen geheimen Raum an der Spitze des Eiffelturms einzurichten. Der Raum war mit Tapeten und Holzschränken ausgestattet und sobald die Leute davon hörten, boten sie Geld an, um hier eine Nacht zu verbringen. Bis 2015 war dieser geheime Raum für die Öffentlichkeit geschlossen. Aber wenn ihr davon wisst, könnt ihr während einer Besichtigung dorthin gehen. What? Man kann in den Raum hingehen während einer Besichtigung? Wenn man davon weiß. Aha, und davon wissen wahrscheinlich nicht viele Touristen. Da musst du auf Französisch sagen, excuse-moi, je peux, je voudrais entre le door, hier, geheimer Raum. Zeigen Sie mir den geheimen Raum. Ich mache Foto. Wenn ihr das schon einmal gemacht habt oder das in Zukunft machen wollt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 4. Ja, cool. RAF Manwith Hill ist ein Militärstützpunkt in der Nähe von North Yorkshire in England. Sie wurde von den Briten gebaut und bietet Kommunikations- und andere Unterstützungsdienste. Guck mal, riesige Golfbälle, geil. Für England und die Vereinigten Staaten an. Der Ort ist auch als die größte elektronische Überwachungsstation der Welt bekannt. Das Gebiet enthält umfangreiche Technologie wie Spionagesatelliten und warnt mit Hilfe fortschrittlicher Sensoren vor ankommenden Raketen. Dieses riesige Spionagenetz namens Echelon stellt sicher, dass alle Arten von privater und kommerzieller Kommunikation abgehört werden. Die weißen Kuppeln sind also dazu da, alle Signale aufzufangen. Das Gebiet ist außerdem durch Wachtürme und Wachleute mit Hunden, die das Gebiet rund um die Uhr bewachen, extrem gut geschützt. Während des Kalten Krieges war dieser Ort sehr nützlich, um den Feind abzuhören. Nummer 3. Krass, einfach abhören möglich. Das ist schon krass. 3. Der Club 33 ist ein privater Club inmitten des Disneylandes in Anaheim, Kalifornien, in den Vereinigten Staaten. Vielen ist die Existenz dieses Clubs bereits bekannt, aber wenn du im Park warst und nichts davon wusstest, bist du vielleicht nur an der Geheimtür vorbeigegangen. Um diesem exklusiven Club für Erwachsene beizutreten, müsst ihr 40.000 Dollar bezahlen. Hinzu kommt ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 12.000 Dollar. Yo, 40.000 für Eintritt plus 12.000 jährlich bezahlen. Warum? Was kriege ich dafür geboten? Da ist hoffentlich alles dann bezahlt. Dieser private Club ist im Grunde das einzige Restaurant im Park, in dem ihr Alkohol bekommen könnt. Warum Disneyland einen privaten Club für Erwachsene hat, ist etwas unklar, da es sich um einen Themenpark für Kinder handelt. Aber viele Leute sind neugierig und fragen sich, was sonst noch hier vorgeht. Heutzutage sollen zwei weitere dieser geheimen Privatclubs in anderen Disney-Parks eingerichtet worden sein. Im Jahr 2011 wurde berichtet, dass es eine 14-jährige Warteliste für neue Mitglieder geben würde. Alter, 14 Jahre warten, damit ich rein kann. Safe über Kontakte komme ich da früher rein. Nummer 2. Mess Georgi ist eine geschlossene Stadt in Russland, was im Grunde bedeutet, dass normale Bürger sie nicht einfach so besuchen können und dürfen. Dieser Ort sollte auch als die Area 51 Russlands bezeichnet werden und soll im Jahr 1997 errichtet worden sein. Während des Kalten Krieges sollen hier Atomraketen untergebracht gewesen sein. Verschwörungstheorien zufolge soll hier auch das Nuklearsystem Tote Hand zu finden sein. Dabei handelt es sich um ein automatisches System der Sowjetunion, mit dem sie im Falle eines nuklearen Angriffs durch die Vereinigten Staaten zurückschlagen konnte. Glücklicherweise ist es nie dazu gekommen und so glaubt man, dass es Bunker gibt, die in den Seiten des höchsten Bergs Jamantau im Uralgebirge eingebaut sind.
Russland hält sich also ziemlich bedeckt und sagt, dass die Stadt hauptsächlich für einen riesigen Bergbaubetrieb und die Lagerung von Lebensmitteln genutzt wird. Dies macht diesen Ort zu einem der geheimsten Orte der Welt. Generell, du kannst fast jeden Ort in Russland, der irgendwo im Uralbereich ist, als der geheimste Ort der Welt sagen, weil es gibt so viel, was da einfach irgendwo im Nirgendwo ist. Das Land ist so groß und es hat im Verhältnis der Fläche so wenig Einwohner und da kann es alles sein. Nummer 1. Jetzt bin ich gespannt. Das Coca-Cola-Rezept ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Welt. Der Gründer des Unternehmens beschloss 1891, das Rezept geheim zu halten, um es bekannt zu machen. Obwohl mehrere ähnliche Rezepte ausprobiert wurden, ist die Originalrezeptur nur wenigen ausgewählten und anonymen Mitarbeitern bekannt. So soll das berühmte Coca-Cola-Rezept irgendwo in einem Hochsicherheitstresor in einem Museum in Atlanta versteckt sein. Das Museum lockt jedes Jahr zahlreiche Touristen an, die den Tresor bewundern. Die Besucher dürfen das Museum besichtigen und den Tresor sogar aus der Nähe sehen. Nur in das Innere des Tresors darf niemand blicken. Das Rezept von Coca-Cola ist das Geheimnis ihres Erfolges. Daher ist es nur logisch, dass sie dieses Geheimnis bewahren wollen. Was war eurer Meinung nach das größte Geheimnis auf dieser Liste? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ich fand das mit dem Eiffelturm. Das fand ich sehr, sehr, sehr heftig, muss ich sagen. Okay, Leute, das war's dann von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was für geheime Orte kennt ihr noch, die niemand anderes kennt? Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. ID ist raus, haut rein und ciao.